Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hightails und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir hier im Review das Samsung Galaxy S2 Plus, das neue Modell von Samsung, praktisch eine Verbesserung gegenüber dem normalen Samsung Galaxy S2. Verbesserung aber nur in Anführungsstrichen, denn wirklich viel hat sich hier nicht verändert bzw. verbessert. Hier seht ihr nochmal die technischen Daten. Ein Unboxing-Video zu diesem Handy findet ihr auch noch auf unserem YouTube-Kanal oder unten in der Videobeschreibung. Schaut da also auch mal vorbei, dass ihr alles seht, was hier in diesem Karton ist. Und ja, was hat sich alles verändert? Ihr seht es hier vorne schon, es steht NFC drauf. Gegenüber dem normalen Galaxy S2 hat das Galaxy S2 Plus schon NFC mit an Bord. Und auch ab Werk läuft hier auch schon Android 4.1.2 Jelly Bean auf dem Gerät, was ja jetzt erst für das Galaxy S2 ausgerollt wird. Und das ist jetzt halt schon auf dem Galaxy S2 Plus mit drauf. Weitere großartige Verbesserungen, Veränderungen gibt es zwischen diesen beiden Modellen wirklich nicht. Und wenn ihr also ein Galaxy S2 habt, kann man euch jetzt schon sagen, ihr braucht das Galaxy S2 Plus dann definitiv nicht. Gut, fangen wir an. Hier haben wir jetzt unser Galaxy S2 Plus. Wir machen mal einen kurzen Rundgang, was geht. Und da haben wir hier oben natürlich zum einen diese Frontkamera, dann hier zwei Sensoren, die Ohrmuschel und darunter das Samsung-Logo. Wenn wir das rauszoomen, das große 4,3 Zoll Super AMOLED Plus Display mit einer WVGA-Auflösung, sprich 480x800 Pixel, und das Ganze auf einer Pixeldichte von 217 Pixel per Inch. Darunter haben wir hier drei Tasten, einmal diesen Menü-Button, dann die physikalische Home-Taste und die Zurück-Taste. Diese Tasten leuchten dann auch wirklich, sodass man die jetzt nicht wirklich erkennen kann. Dann haben wir hier an der Seite, hier oben, einen Anschluss für ein Lanyard. Dann hier die Lautstärkewippe. Unten den Mikro-USB-Anschluss. Dann hier noch ein weiteres Mikrofon. Beziehungsweise das erste Mikrofon, entschuldigt. Dann hier den An- und Ausschalter des Geräts. Oben ein weiteres Mikrofon und hier noch den 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der Rückseite die 8 Megapixel Kamera, mit der man auch Videos in Full HD aufzeichnen kann mit LED-Blitz. Und dann auch hier das Samsung-Logo sowie den Lautsprecher. Das Samsung-Logo im Akkudeckel ist auch wirklich sehr, ist eingraviert. Also man merkt es, wenn man drüber geht. Vielleicht hört ihr es auch. Und der Akkudeckel sieht natürlich auch etwas anders aus im Gegensatz zum normalen Galaxy S2. Wir haben nämlich hier einen glatten Akkudeckel und dieser ist in der blau-grau-metallischen Version, sieht es aus wie gebürstet. Also auch ziemlich hochwertig, allerdings ist er wirklich gegen Fettfinger ziemlich anfällig. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber wenn man es wirklich länger benutzt, dann sieht man das schon wirklich sehr stark. Machen wir den Akkudeckel ab. Dann müssen wir hier oben in diese kleine Einkerbung rein mit dem Fingernagel. Das Ganze dann hochheben. So sieht der Akkudeckel aus. Er ist beweglich, flexibel. Und wir machen mal hier den Akku raus. Na. Auf dem Akku seht ihr auch schon gleich, steht auch noch drauf, Nearfield Communication. Das ist ein 1650 mAh Akku, mAh-Stunden Akku. Und da hat sich natürlich auch nichts erhöht gegenüber dem normalen Galaxy S2. Hier oben können wir dann unsere SIM-Karte reintun. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Und dann haben wir hier noch unseren Micro-SD-Karten-Slot. Hier seht ihr, passt eine ganz normale SIM-Karte rein. Ihr braucht also keine Micro-SIM-Karte, einfach eine ganz normale SIM-Karte und schon hat sich die Sache. Jetzt packen wir den Akku wieder rein. Legen die Akkudeckel drauf und knarzen ihn einfach an der Seite zu. Bis dann der Akkudeckel richtig zusitzt ist und er fest drauf sitzt, dass er auch keinen Staub in die Ecken hineinkommen kann. Ja, wen es noch interessiert, von den Maßen her ist das Gerät 125,3 mm in der Höhe, 66,1 mm in der Breite und an der dicksten Stelle ist das Gerät 8,5 mm dick oder dünn, wie man es bezeichnen möchte. Und die dickste Stelle ist hier unten. Ja gut, von der Verarbeitung ist das Gerät recht gut verarbeitet. Hier hinten
alles glatt, alles super. Das Gehäuse ist auch recht gut verarbeitet, wie man es vom Galaxy S2 auch schon kennt. Allerdings, wenn wir hier oben ein bisschen reinzoomen, ihr seht es hier vielleicht, es wurde nicht sauber genug zwischen Display und Rahmen gearbeitet, denn hier oben sieht man es, es kann sich hier in dieser Rille Staub bilden und das ist natürlich wirklich sehr unschön. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern es könnte auch wirklich sich unschön bemerkbar machen, indem dann Staub unter das Display gehen könnte. Das könnte sein, muss nicht sein und das muss man einfach auch mal auf die Dauer sehen, wie das dann sein wird. Aber ihr habt es mal gesehen, hier oben kann sich wirklich in dieser Rille Staub bilden. Das ist wirklich nicht sehr gut gelöst. Man hätte hier das Display einfach noch ein bisschen mehr überziehen können, dass sich da einfach kein Staub bildet. Aber sonst ist das Gerät wirklich gut verarbeitet, es liegt gut in der Hand. Und das soll jetzt eigentlich dann auch schon von der Verarbeitung gewesen sein. Hier vorne unser Display ist natürlich aus Gorilla Glas. Das ist noch Gorilla Glas 1, nicht Gorilla Glas 2. Dennoch aber wirklich sehr widerstandsfähig. Und jetzt schalten wir das Gerät mal ein, indem wir den An- und Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis dann das Samsung-Logo aufleuchtet. Und in der Zeit, wo das Gerät hochfährt, erzählen wir euch mal etwas über die technischen Daten des Geräts. Im Gerät arbeitet nämlich ein Exynos 4210 Dual-Prozessor mit 1,2 GHz. Das ist derselbe, der auch schon im Galaxy S2 arbeitet. Dann haben wir hier noch 1 GB an Arbeitsspeicher und 8 GB an internen Speicher, den man aber natürlich erweitern kann, und ab Werk läuft hier natürlich, wie schon erwähnt, Android 4.1.2 Jelly Bean drauf. Wir geben hier mal trotzdem den PIN-Code ein und dann landen wir jetzt auf unseren Homescreen. Wir können uns aber auch den Lockscreen angucken. Der sieht nämlich wie folgt aus. Wir können hier, hier unten seht ihr es, zum Entsperren über den Bildschirm streichen. Das Gerät mit einem Streichen über den Bildschirm entsperren. Hier unten haben wir keine Shortcuts, wie man bei diesen, bei den etwas teureren Geräten, wie zum Beispiel Galaxy S3 oder Samsung Galaxy Note hat, wo man die Apps einfach schnell entsperren kann. Und ja, jetzt sind wir hier auf unserem Homescreen. Ihr seht es auch hier, es läuft wirklich sehr schnell, sehr flüssig. Man hat keine Ruckler. Wir können mit dieser Geste einen Überblick über alle Homescreens bekommen. Wir können dann Homescreens löschen oder auch wieder hinzufügen. Wir können insgesamt 7 Homescreens verwenden und wir können die so gestalten, wie wir gerne möchten, indem wir Widgets hinzufügen und so weiter. Hier oben haben wir unsere Nachrichtenleiste. Ihr seht es hier, ich habe jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Ihr könnt dann einfach mit einem Wisch nach links oder rechts die Benachrichtigung löschen, beziehungsweise einfach aus der Benachrichtigungsleiste wegschieben. Hier oben habt ihr eure kleinen Kurzeinstellungen, wo ihr den Ton regeln könnt, das WLAN ein- und ausschalten könnt, mobile Daten und so weiter. Hier könnt ihr auch die Displayhelligkeit regeln. Und hier unten seht ihr auch nochmal die Tasten, wenn sie leuchten. Wir gehen mal in das App-Menü. Das sieht wie folgt aus. Auch das läuft natürlich wirklich problemlos flüssig. Hier haben wir unsere Widgets. Das läuft auch so gut wie flüssig. Wenn man schnell durchscrollt, durchwischt. Hier können wir dann Apps auch noch sehen, die wir gedownloadet haben. Und das sollte dann auch von diesen schon gewesen sein. Wir können hier mit einem Doppelklick bzw. mit einem längeren Halten sehen, welche Anwendungen wir aktuell verwenden, gestartet haben. Die können wir dann auch mit einem Wisch nach links und rechts herauswischen. Wir haben jetzt noch keine gestartet, weil das Gerät erst frisch hochgefahren ist. Und von daher sehen wir das jetzt noch nicht. Wir können aber auch natürlich Google Now öffnen und dort mit unserem Sprachassistenten ein bisschen sprechen, etwas angeben, was er suchen soll. Ich denke mal, ihr wisst, wie das funktioniert. Vom Display her ist das Gerät natürlich auch wirklich, wie man es vom Galaxy S2 kennt, sehr gut. Es ist nur ein WVGA-Display bzw. eine WVGA-Auflösung, entschuldigt. Und trotzdem kann man hier wirklich so gut wie keine großartigen Pixel erkennen. Es hat eine gute Pixeldichte. Und mit dem bloßen Auge kann man jetzt eigentlich hier
keine großartigen Pixel erkennen. Wir gehen mal in den Browser, in den Internetbrowser und navigieren mal auf unsere Website. Das wollte gerade noch nicht richtig funktionieren. Hightech.de könnt ihr auch mal machen, wenn ihr gern News über Technik, Handys, Smartphones, Tablets erhalten wollt. Es lädt noch, wir können aber dennoch schon hier schön scrollen. Jetzt ist die Seite fertig aufgebaut. Und ihr seht, es klappt ziemlich gut. Wir können hier auch reinzoomen. Das klappt auch so gut wie problemlos. Natürlich auch das im Querformat verwenden. Also ihr seht hier, der Internetbrowser auch mit Jelly Bean ziemlich schnell, ziemlich flüssig, so wie das sein soll. Und jetzt zu guter Letzt schauen wir uns auch nochmal die Kamera an. Dazu öffnen wir hier diese Kamera-App. Das sieht wie folgt aus. Die Kamera ist wie folgt aufgebaut. Wir können hier oben auf unsere Frontkamera wechseln. Dann können wir hier den Blitz einstellen. Hier dann noch ein paar Aufnahmemodi ändern. Effekte auswählen. Und generelle Einstellungen über die Kamera tätigen. Die Auflösung für ein Bild ist 8 Megapixel. Bildstabilisator könnt ihr hier auch einstellen. Und hier drüben könnt ihr dann auf eure Videokamera wechseln. Hier habt ihr den Auslöser für ein Foto oder für ein Video. Und jetzt schießen wir aus meinem Foto. Wir legen einfach mal diese Karte hier hin. Fokussieren. Schnappschuss. Gut, die Fotos finden wir dann da unten und wir können jetzt hier auch mal reinzoomen, wie das Ganze denn aussieht. Recht gut von der Qualität her. Es ist auch dieselbe Kamera, die wir im Galaxy S2 finden. Also es hat sich ja auch wirklich nicht viel verändert bei der Hardware, beziehungsweise gut wie gar nichts. Aber von der Kamera natürlich auch noch ziemlich gut für die jetzige Zeit. Da braucht man noch nichts Besseres. Das war es dann auch schon von der Kamera. Ja, und an dieser Stelle möchten wir uns auch schon wieder bei euch fürs Zusehen bedanken. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das war es dann auch schon vom Review vom Samsung Galaxy S2 Plus. Ich hoffe, ihr könntet ein bisschen sehen, wie das Galaxy S2 Plus abschneidet. Und ihr habt auch, denke ich mal, gesehen, dass es wirklich keine großartigen Verbesserungen zu dem normalen Galaxy S2 geben tut. Wenn ihr also ein Galaxy S2 habt, braucht ihr wirklich euch nicht das Galaxy S2 Plus kaufen. Wenn ihr allerdings überlegt, euch ein Galaxy S2 zu kaufen, dann wäre es schon sinnvoll, gleich dieses neuere zu kaufen, denn das Galaxy S2 Plus wird auf jeden Fall in den Updates, den Android-Updates bevorzugt werden und daher seid ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand. Alles läuft sehr flüssig, das Display, wie ihr hier auch sehen könnt, ist sehr, sehr gut und sonst ist das Gerät auch top. Die Verarbeitung hätte etwas besser hier am Rahmen sein können und die Akkuleistung ist aber auch wirklich sehr gut. Damit möchten wir uns auch schon wieder bei euch für Zusehen bedanken, verabschieden und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei weiteren Videos bei uns da wieder einschalten würdet. Wir bedanken uns bei getgoods.de, die uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt haben und dort könnt ihr das Gerät auch kaufen und wir würden uns freuen, wenn ihr bei weiteren Videos dabei seid. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.